Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Noble Horse Champion. Ich möchte, bevor ich euch meine Fohlen zeige, es gibt richtig viele Fohlen bei mir im Stall und natürlich auch die neue Rasse, die mit reingekommen ist, die habe ich natürlich auch mit reingenommen. Da gehen wir gleich drauf ein, möchte ich noch ein paar Worte an euch richten. Ich weiß, dass die meisten von euch immer sehr, sehr nett untereinander sind und auch mit mir sind. Und es gibt auch Diskussionen und die sind auch völlig in Ordnung, solange sie nett bleiben und ja, gesittet sind, mache ich das auch sehr, sehr gerne und diskutiere da auch gerne mit euch, ist alles kein Problem. Wenn aber jemand daneben schießt, finde ich das nicht ganz so nett. Und ob ich Noble Horse Champion spiele oder nicht spiele, das ist meine persönliche Entscheidung. Ich habe da immer noch Bock drauf. Ich werde es nur anders spielen. Das heißt, ich werde daraus Zuchtfolgen machen. Ich werde euch meine Fohlen zeigen. Das ist eigentlich das, was ich sowieso schon immer gemacht habe. Und ihr müsst das einfach mal so sehen. Wenn ich das Spiel kritisiere, dann tue ich das nicht, weil ich nur meckern will, ja, sondern weil ich auch den Entwicklern die Möglichkeit geben will, etwas zu ändern. Ob sie das wirklich tun, ist dann deren Sache. Aber man kann, gerade weil es eine Alpha ist, jetzt noch sagen, hey Leute, da und da klappt es noch nicht richtig, da und da hapert es noch, da ruckelt es noch. Und dann kann der Entwickler sehen, oh, da ist noch ein Fehler, muss ich das beheben, will ich das beheben, dann tue ich das oder ich lasse es. Aber noch kann man was tun. Ist das Spiel erst in der Beta, wird es schwieriger, etwas zu tun. Deswegen lieber jetzt etwas sagen, als später. Ne, mag sein, dass vielleicht meine Art nicht immer so jedem passt, nicht jedem gefällt. Aber hey Leute, wir sind doch alle erwachsen und sollten uns dann auch dementsprechend so benehmen und vorbildhaft sein, dass wir da nett miteinander umgehen. Da bitte ich euch drum. Und ja, dann klappt das auch alles und dann läuft das auch wirklich super hier. Ja, das dazu. Kleines Wort zum Sonntag, der heute Samstag ist, aber egal. Ja, kommen wir jetzt zu den Fohlen, bevor ich hier lange ausschweife. Da haben wir zum einen von Fireflies Royal Heart ein Fohlen. Das hat noch keinen Namen. Ist ein kleines Bay Andalusia Stütchen. Jetzt musste ich ganz schnell mal gucken. Potenzial gucken wir rein. Da haben wir 20 in Dressur. Und die Details, ja, 259 Charakter, 197 Exterieur. Ja, das ist so das, was ich euch da sagen kann. Ich werde das jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf machen. Wenn ihr zu dem ein oder anderen Fohlen noch eine Info haben möchtet, dann sagt mir das sehr gerne unten in den Kommentaren. Dann zeige ich euch das noch. Dann das nächste Fohlen von Rocket Rose, auch ein Stütchen, ein Dapple Grey Stütchen. Ich glaube, die Mama ist ein Dapple Rose Grey. Okay, die ist nur ein Dapple Grey, was ja generell jetzt erstmal nicht schlimm ist. Details, 198 Charakter, 126 Exterieur. Die Maus wird sehr wahrscheinlich gehen, gerade aufgrund der Werte. Potenzial haben wir hier auch 16 in Dressur, ja. Also da denke ich, wird die Kleine auf jeden Fall in den Verkauf gehen. Dann haben wir hier von Christmas Surprise ein Fohlen, über das ich mich so gefreut habe. Ein Dark Grey Rubicano. Rubicano, schön amerikanisch rausgebracht, egal. Da bin ich auch schon gefragt worden, ob ich es verkaufen würde. Im Leben nicht. Leute, das behalte ich. Das ist mein erstes Rubicano-Fohlen. Und das werde ich nicht hergeben, um Gottes Willen, nein. Na, also da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Auch die Werte mit 243, 253 und Potenzial 19 in Rennen, 14 Military, also nee. Stammbaum, den gucken wir uns mal eben an. Das ist hier sehr erstaunlich, weil hier nichts irgendwie auf Rubicano hinweist in erster Linie. Aber gut, ich bin happy, dass es so gekommen ist. Ja, dann haben wir hier ein Fohlen von Magic Moon, auch eine wunderschöne Farbe. Das ist Silver Bay Overo übrigens. Ja, hat eine graue Mähne. Da haben wir Potenzial 25 in Western. Ich glaube, dieses Fohlen, ihr seht es auch schon, werde ich definitiv behalten.
Dann gucken wir in die Details 264 und 198, auch nicht schlecht. Also da hat die Verpaarung auf jeden Fall geklappt. Dann ein Tinkerfohlen, ein kleiner Hengst von Miga. Ein Redwan Tobiano, den werde ich aber wahrscheinlich, muss ich mal eben gucken, 271, 221 Potenzial, 17, ja, ich weiß es noch nicht. Also ich bin bei dem noch nicht ganz sicher. Vielleicht tausche ich ihn gegen meinen anderen Hengst. Wenn der schlechter ist, dann muss ich nochmal Vergleiche ziehen. Ansonsten wird auch er auf den Markt gehen. Dann ein Trakehner-Stütchen. Ist, wenn mich nicht alles täuscht, ein Bay. Genau, das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber trotzdem süßes Fohlen, um Gottes Willen. Na, Detail 254, 207 und Potenzial, ja, auch ein bisschen durchwachsen. Daher denke ich, wird das Stütchen dann auch zum Markt wandern. Ein Fohlen von Strawberry, die kleine Kiwi, die hat auch schon einen Namen bekommen. Ich komme nicht immer auf Namen, deswegen sind manche Fohlen noch namenlos. Das hat so eigentlich gar nichts zu sagen. Ja, aber die Maus hat schon ein Herzchen von mir bekommen. 283 und 241, soweit die Werte. Potenzial haben wir 18 in Western, was auch nicht schlecht ist. Mir gefällt die Farbe sehr. Da steht einfach nur Tobiano. Keine besondere Farbe, aber ich nehme an, dass das irgendwie so in Richtung Dun geht. Ja, könnt ihr mir gerne sagen, wenn ihr meint, dass das anders ist. Aber hier steht nur Fellfarbe Tobiano. Und soweit ich weiß, ist diese Farbe, dieses Tobiano, nur durch Zucht zu erreichen. Und insofern natürlich schon etwas Besonderes. Daher wird die kleine Maus bei mir bleiben und wird in die Zucht gehen. Dann ein Fohlen von Bella, meiner Black Rabican Macchiato, nicht Rabicano, Macchiato-Stute, so der Richtigkeit halber. Das ist ein Dark Dapple Grey Fohlen, eine kleine Stute mit 162 und 124. Potenzial, ja, ein bisschen mau. Daher wird die kleine auch auf den Markt gehen, aber das ist nicht schlimm, ist trotzdem süßes Fohlen geworden. Summers Annabelle, ja, die hat auch ein Stutfohlen bekommen, ein White Spotting. Und die Kleine, die bleibt auch gerade, weil es White Spotting ist. Das ist eine Farbe, die ich noch nicht habe bei den Trakehnern. Details 326 und 211, auch nicht schlecht. Und Potenzial 17 Dressur, 15 Military, 15 Western. Das ist okay. Ja, kann man durch, wenn man möchte, Training natürlich noch ein bisschen optimieren. Was das Training angeht, ich werde es random irgendwie für mich mal machen, aber ich werde jetzt nicht ja, die Chance nutzen bis zum 15. August. Nutzt es mir nicht ganz so viel. So viel Zeit habe ich leider nicht, da so viel zu machen, was das Training angeht. Daher nutzt es mir persönlich jetzt wenig, dass wir da die Chance halt eben haben, mehr Punkte zu generieren. Ja, dann haben wir hier ein Fohlen von Angel's Eye. Das war zunächst einmal fast gar nicht zu sehen. Und zwar wie so ein kleines Geisterfohlen. Und es ist leider immer noch wie so ein kleines Geisterfohlen. Deswegen habe ich es auch Ghost genannt. Das wird in den Verkauf gehen. Es hat leider gar keine richtige Augenfarbe, geschweige denn überhaupt ein Auge. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ja. Ist ein Dapple Grey. Details zeige ich euch, 279, 205 und Potenzial Dressur 16 und Military 16. Also auch von den Werten her jetzt nicht unbedingt ein Fohlen, was ich behalten wollen würde, aber halt eben auch, hier ist irgendwas schief gegangen bei der Zeichnung. Pferd ohne Auge, ja, ist nicht so meins, ne? Ja, dann haben wir hier ein Fohlen von Bounty, ebenfalls ein Trakehner-Fohlen, ein Stütchen. Warum habe ich das noch nicht mit einem Herz versehen? Ein Chocolate Palomino. Und da bin ich so dermaßen happy drüber. Auch das eine Farbe, die ich bisher noch nicht hatte.
Details 231 und 206. Und Potenzial haben wir hier 13 in Dressur und 13 in Military. Ja, das bleibt auf jeden Fall in meinem Stall. Dann das nächste Fohlen von Senora, ein Andalusia-Hengstfohlen. Details 361 und 208 und Potenzial haben wir hier Dressur 24. Ich glaube, den kleinen Mann, den sollte ich auch erstmal behalten und beobachten, wie er sich so macht. Ryu no Sena oder wie auch immer, ich nenne sie nur Sena. Sie hat ebenfalls ein Fohlen bekommen, was glaube ich auch ein Cremello ist, ja. Mit wunderschönen blauen Äuglein. Eine kleine Stute. Potenzial haben wir hier 20 in Dressur. Und, ups, da bin ich verkehrt. Da oben muss ich hin. 264 im Charakter und 185 im Exterieur. Bei ihr bin ich mir noch nicht ganz so sicher, was ich mache. Weil ihre Mama, glaube ich, besser ist. Und, ja, ich die Farbe ja schon habe, bin ich mal gespannt, wie ich das dann mache. Also da bin ich mir noch nicht ganz eins, was ich da ja machen möchte, ob ich die kleine verkaufe. Lappy heißt diese Araberstute und sie hat ein Hengstfohlen geboren. Ein Dark Chestnut mit Detail 277 und 126 und klar im Rennen 20 Potenzial. Ja, muss ich mir mal überlegen, ob ich den behalte oder weggebe. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Weil ich glaube, ich in der Zucht ein bisschen was anders machen möchte und andere Rassen nehmen möchte, aber auch da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich muss mir das noch wirklich überlegen, wie ich das Ganze gestalte, welche Rassen ich letzten Endes behalte. Muss man mal gucken. Ja, dann ist Eddie erwachsen geworden und schaut ihn euch an. Er ist einfach wunderschön geworden. Welche Fellfarbe er hat, ist leider jetzt noch nicht so abzusehen. Aber ich denke mal schon, dass er in die Richtung Rabicano geht. Für den habe ich auch schon Kaufanfragen bekommen. Ja, deswegen steht auch mittlerweile drin, dass er unverkäuflich ist und dass ich diesen tollen Kerl für kein Gebot hergeben werde. Aber ich kann es natürlich verstehen, dass da diese Anfragen kommen. Ja, den werde ich, wenn er alt genug ist, auch in die Zucht stellen. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, was ich für ihn nehmen kann. Vielleicht könnt ihr mir da auch helfen, was man für solch ein Pferdchen vielleicht an Zuchttaxe quasi nehmen kann. Mal gucken. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Neuheiten vom Markt. Das ist einmal Dornig, ein Trakehner, ein Palomino-Trakehner. Und er hat 200 im Charakter, 147 im Exterieur. Und Potenzial ist ein bisschen durchwachsen, aber mir gefiel einfach die Farbe und deswegen habe ich ihn erstmal mit reingenommen. Und ich glaube, er ist sogar besser als mein anderer Palomino, den ich mal hatte. So, dann kommen wir jetzt mal zu den News, bevor ich euch die letzten vier Pferde zeige. Und zwar geht's um schwarze Perlen. Hallo zusammen, zuerst einmal möchte ich mich noch einmal von ganzem Herzen für eure Geduld bedanken. In der letzten Woche war ja einiges los und wir haben erneut den Server gewechselt. Ich hoffe, das war für längere Zeit das letzte Mal. Ja, ich glaube, das hoffen wir alle mit, dass das für lange Zeit jetzt das letzte Mal war, damit da ein bisschen Ruhe einkehrt. Und ja, ich bin nicht immer nur die Meckerliese, ich habe auch Positives zu vermelden. Es ist sehr angenehm, von Pferd zu wechseln. Also der Wechsel geht immer sehr, sehr rasch vonstatten. Es ist nicht mehr so, dass man da Ewigkeiten warten muss, bis man dann mal das nächste Pferd hat. Das war immer sehr, sehr mühsam. Also das kann ich auf jeden Fall mal lobend erwähnen. Und, wo ich das gerade mal sage, nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. Ich mag Sunny, die Entwicklerin, sehr, sehr gerne, ja. Und das ist keine Kritik, die ich, wenn, übe an Sunny persönlich, ja, um Gottes Willen, sondern es ist eine reine Kritik am Spiel selber. Und so solltet ihr das auch verstehen. Das nur nochmal by the way. So, der Friese. Zurück zu den guten Dingen. Ja, das ist, ja,
Eigentlich schon, finde ich. Heute zieht endlich der Friese im Spiel ein. Das ist natürlich jetzt am 5. August schon gewesen. Ihr habt ihn euch so lange gewünscht und nachdem zunächst Gleichstand mit dem Isländer herrschte, hat er es nun endlich geschafft und ist seit heute auf dem Markt kaufbar. Bis einschließlich Sonntag, also noch bis morgen, ihr Lieben, werden wir neue Pferde auf dem Markt generieren, falls Bedarf besteht. Aber seltene Farben wird es bei dieser Rasse ja ausnahmsweise nicht geben. Die zwei Chestnuts, die wir neben drei Schwarztönen integriert haben, sind nur durch die Zucht verfügbar. Wie immer findet ihr alle Farben im Wiki. So, das werde ich dann hier auch gleich mal. Euch dann zeigen. So. Der Friese stammt ursprünglich aus den Niederlanden und ist einer der ältesten Pferderassen. Besonders auffällig ist die Fellfarbe, denn diese Rasse hat überwiegend schwarzes Fell sowie Langhaar. Füchse können ab und zu auftreten, sind allerdings ebenso wie Kopf- und Beinabzeichen unerwünscht. Aber bei mir im Spiel sehr wohl erwünscht. Ich will einen Fuchs. Ganz klar, ich will einen Fuchs. Meine Güte. Ja. Das sind so, also es gibt wohl drei verschiedene Schwarztöne. Schwarz, schwarz, schwarz. Ja, wobei man jetzt hier nicht so richtig erkennen kann. Gut, da ist ein bisschen braun mit drin. Das erkenne ich jetzt hier. Da ist es ganz rein schwarz. Und bei dem, ja, also das sieht man jetzt leider nicht so richtig, aber egal. Und dann gibt es Farben, die nur durch die Zucht möglich sind, Dark Chestnut und Dark Chestnut. Einmal ein helles Dark Chestnut und ein dunkles Dark Chestnut. Checkungen sind natürlich nicht erlaubt. Und die Mähnenstiele, die finde ich natürlich toll. Gerade weil sich die Mähne so schön in Wellen hier auch legt, als wäre sie gerade so, wie es hier ist, eingeflochten worden. Das finde ich richtig hübsch. Also das gefällt mir echt gut. Und ihr könnt halt wählen zwischen einem gewellten Schweif und einem nicht ganz so gewellten. Ja, für jeden das Passende auf jeden Fall dabei. Ja, dann gehen wir nochmal zu den News. Rabicano, aufgrund massiven Account-Spammings, es wurde daraufhin auch einige User, ein, es wurden daraufhin auch eine User gesperrt. Okay, der Satz ist ein bisschen krumm, aber gut, ist jetzt nicht so schlimm. Haben wir uns dazu entschieden, dass die Rabicano-Zeichnung nun nicht mehr vom System generiert wird. Für euch ändert sich also nicht viel. Ausschließlich neue Nutzer hatten mit viel Glück ab und zu mal einen Rabicano als Startpferd. Das finde ich natürlich nicht in Ordnung, wenn solch ein Account-Spamming stattfindet. Da haben wohl Spieler offensichtlich mehrere Accounts sich dann halt eröffnet und zwar so lange, bis sie halt eben Rabicano bekommen haben und haben sich die dann wohl auch offensichtlich rübergeschoben auf ihre Accounts. Und das ist natürlich eine Sache, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht klar. Und ja, ist natürlich zu Recht dann die Konsequenz daraus gezogen worden, dass es die halt nicht mehr vom System, ja, gibt, dass die nicht mehr generiert werden, ist halt nur noch durch die Zucht erreichbar. Dadurch wird es ein bisschen schwieriger, aber es ist okay. Also für alle, die schon einen Account haben, wie gesagt, ändert sich nichts. Von daher, ja, ist halt nur doof für die, die wirklich neu anfangen wollen und da vielleicht sonst das Glück gehabt hätten. Fairness im Spiel ist halt schon wichtig, ne? Ja, und es gibt wieder Umfragen halt eben für die Rassen. Und da gibt es jetzt im Moment den Zwischenstand wie folgt. Auf dem ersten Platz der Haflinger, auf dem zweiten Shetland Pony, dann haben wir den Mavari, auch eine schöne Rasse, die ich sehr begrüßen würde. Allerdings bin ich eher so Fraktion Shetland Pony. Dann gibt es das deutsche Reitpony noch mit in der Rassenumfrage, das Fjordpferd und das Shire Horse. Wie ihr auf Social Media bereits gesehen habt, arbeiten wir fleißig an der Überarbeitung des englischen Vollbluts. Ja, das wird auch noch kommen. In dem Newspost der Überarbeitung werden wir euch die neue, von euch gewählte Rasse dann final verkünden. Danke für euren Support. Ja, und ich habe gestern dann auch auf Instagram, da könnt ihr natürlich auch viele News von Noble Horse Champion sehen, gelesen, dass demnächst im neuen Update
drei Punkte halt eben mit reinkommen. Einmal Stuff, was auch immer das sein mag, da müssen wir uns überraschen lassen. Clubs sollen wohl endlich kommen. Das finde ich sehr interessant, da bin ich sehr gespannt drauf. Und Hall of Fame, das heißt, die Pferdchen, die jetzt ein Herz bekommen, die kommen natürlich auch in die Hall of Fame. Und ich glaube, das war auch für verstorbene Pferde, dass die da reinkommen in die Hall of Fame, dass ihr die dort noch mal sehen könnt. Und das finde ich dann auch eine schöne Sache, dass man da halt eben noch mal in Erinnerungen schwelgen kann und die Pferdchen dann nicht ganz verloren sind. Ja, kommen wir jetzt aber noch, dann wird das Video eh schon lang genug, zu meinen Friesen, die ich mir jetzt am Markt geholt habe. Ich habe mir zwei Hengste und zwei Stuten geholt. Dabei soll es auch erstmal bleiben. Es sei denn, ich sehe einen Superkracher auf dem Markt und muss den unbedingt haben. Aber erstmal ist das wirklich gut so. Ja, das ist Mathis. Ronja, die Räubertochter, Film lässt grüßen. Ja, natürlich Black. Hat auch schon in der Zucht ganz gut bestanden. Wir gucken mal rein. Details haben wir hier 184 im Charakter, 102 Exterieur. Potenzial, ja, das ist, glaube ich, bei allen noch so ein bisschen, aber das kommt ja alles noch, ne? Ja, Stammbaum kann man, glaube ich, jetzt so noch gar nicht gucken. Das ist unbekannt. Nachkommen werden dann auch demnächst kommen, aber ich fand ihn wirklich hübsch. Das ist Lene. Die hat so ein bisschen Braun mit drin in dem Schwarz. Ich glaube, das ist das, was da auch gemeint ist mit diesem Schwarz, Schwarz und Schwarz, ne? Das ist so ein bisschen Braunschwarz. Sie hat 222 im Charakter, was ja, glaube ich, schon gar nicht so schlecht ist. Und 68 im Exterieur. Potenzial, ja, eben auch dieses so ein bisschen ausbaufähig. Ja. Müssen wir mal gucken. Sie ist trächtig. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, ob ich den einen oder den anderen Hengst für sie genommen habe. Da muss ich mich dann nochmal überraschen lassen, wenn das Fohlen da ist. Das ist Pauline. Und Pauline habe ich mal, ja, hier diese tolle Mähne gegeben, die eingeflochtene Mähne. Und einmal den Valentinstagsschnitt. So sieht das dann aus. Generell komplett schwarz ist sie. Ich meine aber, dass sie so ein bisschen bräunlich das Ganze hier in der Mähne hat. Auch interessant. Und Charakter 169, 107 Exterieur. Ich glaube, das ist auch noch ein bisschen ausbaufähig. Ja, Fahren 13. Dafür sind sie ja, glaube ich, eher gemacht. Auch Pauline erwartet dann ein Fohlen. Wird dann in 8 Tagen soweit sein. Dann zeige ich sie euch natürlich. Ich bin so gespannt auf die Fohlen. Die sehen bestimmt total niedlich aus. Und das ist der zweite Hengst. Das ist Pete. Pete ebenfalls komplett schwarz, wie Mathis auch. Da müssen wir hin. 218 im Charakter und 83 im Exterieur. Und Potenzial, da ist er schon ein bisschen besser als die anderen. Fahren 15. Ja, das ist schon mal eine Sache, das geht schon mal in eine sehr, sehr gute Richtung. Ich werde die beiden Hengste auch noch in die Zucht geben, beziehungsweise dem Pete in dem Fall. Den habe ich noch vergessen, in den Decksprung zu geben. Ja, dann bedanke ich mich, ihr Lieben, dass ihr so lange zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat diese lange Folge gefallen. Und dann sehen wir uns in einem neuen Video dann wieder. Genießt das wunderschöne Wetter. Es ist so dermaßen heiß, Leute. Ich bin froh, wenn ich meinen Ventilator jetzt wieder anmachen kann. Und ja, vielleicht seid ihr im Pool und genießt die tolle Sonne. Passt auf euch auf, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!